So, hallo zusammen, hier sind wir mal wieder bei einem kleinen T4-Workshop. Heute möchte ich mal einen Style, einen älteren Style, den ich noch vom PSR 9000 habe, ans T4 anpassen. Und das funktioniert in der Regel genauso, wie ich das schon mal in dem anderen Video mit dem MIDI-File gezeigt habe. Da hatte ich ja die Gitarre ausgetauscht. Und so kann man natürlich auch hier bei einem Style ich sag mal, diese älteren Sounds, die benutzt werden von dem Style, durch die neueren ersetzen, dass es halt wieder ein bisschen schöner runterklingt, dass halt die neuen Sounds benutzt werden, die im Taihaus 4 drinstecken. Ich habe hier einen Style, Everybody Loves Somebody von Dean Martin. Und der ist von der Firma Styles & Music, beziehungsweise Do-O mittlerweile. Und wie gesagt, fürs PSR 9000. Und wenn wir uns den mal anhören. Ja, das geht schon. Aber da können wir natürlich jetzt noch ein bisschen dran schrauben, dass das Ganze noch ein bisschen runter klingt und schöner. So, wie gehen wir vor? Ich möchte heute nur zwei Sektionen bearbeiten, also nicht den kompletten Style, soll ja schnell gehen. Also ich mache jetzt Main A, beziehungsweise Intro, Main A und C oder D, schauen wir mal, die ich heute bearbeiten werde. Dazu gehe ich in den Style Creator, Digital Recording, Style Creator und ich wähle Intro 3 an, dann erscheint im Display die Auswahl für die Sektion, die man bearbeiten möchte. Ich habe jetzt Intro 3 gedrückt, also zeigt er mir auch die Intro 3 Sektion an. Und wenn ich die jetzt bestätige mit OK, dann werden alle Änderungen, die ich jetzt in der Mixing-Konsole vornehme, für diesen Style, ich befinde mich hier auf der Style-Part-Seite, alle Änderungen, die ich jetzt hier einstelle, beziehen sich dann nur auf Intro 3. Also so kann man jede Sektion des MIDI, des Styles, diese Sektionen hier, also Intro 1 bis 3, die Main-Variationen A bis D, den Break, Ending 1 bis 3, kann man alle individuell mit unterschiedlichen Klängen belegen und Effekte und so weiter. Aber wir möchten heute nur mal das Wesentliche, das heißt, nur mal die Sounds ändern. Also alles, was wir hier oben sehen, werden wir jetzt mal ein ganz kleines bisschen anpassen. Und man hört auch hier, wenn ich den Style laufen lasse, dass jetzt nur Intro 3 immer wieder gespielt wird, so dass ich gleich auch meine Änderungen höre, die ich da mache. So, ich mache den mal ein kleines bisschen leiser. Ich gehe jetzt also hier oben auf C, um die Instrumente anzuwählen. Und nehme jetzt hier beim Schlagzeug. Schauen wir mal, wo wir sind. Wir sind in Drums und Percussion, in den richtigen. Aber dieses Drumset gefällt mir jetzt noch nicht. Da nehme ich jetzt zum Beispiel erstmal das Akustik-Kit. Hört man vielleicht noch gar nicht so viel Unterschied. Aber wenn ich jetzt das zweite Drumset ersetze, also Rhythmus 2, dann wähle ich hier, ich befinde mich jetzt im Legacy-Ordner. Im Legacy-Ordner sind die Vorgänger-Sounds von Taihaus 3 und 2 zu finden. Ich gehe wieder eine Ebene zurück und gehe jetzt auf Drum and Percussion und wähle jetzt zum Beispiel Studio Kit aus. So, da bei dem Break über die Toms hört man noch nicht so viel. Aber okay. So, die nächste Instrumentengruppe, die ich ändere, sind diese Flöten. Die klingen zwar schon hervorragend, die sind auch vom Taihaus 4 schon, die benutzt werden, aber ich nehme doch lieber die Orchesterflöte. Klingen ein kleines bisschen, ja, intensiver, kommt ein bisschen mehr Sound, ist aber auch hier immer wieder Geschmackssache. Dasselbe mache ich mit dem Pad und mit der Phrase, da suche ich mir ein paar andere Strings. Da gehe ich dann aus dem General MIDI Ordner, wo jetzt der Taihaus 4 drauf zugreift,
zwei Ebenen zurück und gehe jetzt in den String-Ordner auf Page 1 und dann suche ich mir hier ein paar andere Strings. Ich nehme jetzt hier mal die Oberstrings. Die sind nicht ganz so aufdringlich eventuell. Exit. Jetzt wähle ich die Phrasierung aus und damit gehe ich wieder in meinen Ordner von Tyros 4 Strings auf dem Fall die Seite 6 und nehme die Chamber Strings. So, dann sollte man natürlich, da das PSR vom Grundsound schon viel lauter ist wie der Tyros, doch die Lautstärkenverhältnisse etwas anpassen. Also wähle ich jetzt hier E oder J an und ziehe das Ganze schon mal etwas runter. Hoppala, da möchte man auch. Da hinab. Achso, die Gitarren, die können wir natürlich auch austauschen, wenn wir schon dabei sind. Hier greift das Tyros auch auf den General MIDI XG Ordner zu. Das sind natürlich die alten Sounds und wir wählen uns hier die Gitarre aus, die uns zusagt. Ich nehme dazu auf Seite 6 die Seite 7 habe ich mir da mal rausgesucht, die Steel Guitar. So, und da hören wir uns das mal ganz kurz einzeln an. Also ich mach mal jetzt die Gitarre etwas lauter, dass man den Unterschied auch gut hört. Gehe also zurück in die Voices, Gitarre, Seite 7. So. Ja, ich hoffe man hört es. Ist auf jeden Fall ein ganz deutlicher Unterschied zu hören. Setze das Ganze noch mal ein bisschen zurück. Auch die Streicher sind ja viel zu laut. Das Ganze etwas zurückgefahren. Und jetzt stelle ich auch mal den Pan alles mittig, weil es geht ja jetzt hier nicht um den Stereo-Sound, sondern wir legen alles mal so, dass wir es gleichmäßig ins Ohr bekommen. So. Oft genug gelaufen, das Intro. Damit hätten wir Intro 3 bearbeitet. Dasselbe mache ich jetzt mit Main A. Ich drücke also hier Main A und wieder erscheint in meinem Auswahlfenster die Sektion. Man kann auch alle gleichzeitig bearbeiten, aber ich mache es lieber immer extra, weil jede Sektion doch sehr unterschiedlich, also nicht sehr unterschiedlich klingen soll, aber die Lautstärkenverhältnisse doch immer ein bisschen angepasst sein sollen, sonst klingt ja der ganze Style in derselben Lautstärke von A bis D und das alles ist auch nicht Sinn der Sache. So, ich gehe also jetzt auf Main A, bestätige das, gehe wieder zurück in die Mixing-Konsole und befinde mich jetzt hier wieder auf meiner Seite, wo ich gerade meine Änderungen eingestellt habe. Und da müssten ja jetzt wieder die alten Sounds zu finden sein, wie wir sehen. Ganz klar, weil in Main A haben wir jetzt natürlich keine Änderungen bisher vorgenommen. Nur für Intro 3. Das heißt, wir müssen jetzt diese Änderung, die wir für Intro 3 gemacht haben, auch jetzt für Main A in dem Fall einstellen. So, ich lasse sie nochmal laufen. Das Keyboard spielt immer ein und denselben Akkord ab. Da brauchen wir uns jetzt gar nicht dran zu stören. Ich gehe also wieder hier oben auf C oder auf H, um in die Instrumentenabteilung zu kommen und bestätige hier unten mit WIP-Taster A. Ich komme in die Schlagzeugabteilung und befinde mich jetzt hier schon im Percussion Drum und stelle hier wiederum jetzt wieder das Akustik-Kit ein und auf dem zweiten Rhythmus das Studio-Kit. Okay, so, dann gehe ich wieder in die Gitarren. Auch hier gehe ich wieder in meine Gitarrenordner auf Seite 7 und nehme mir wieder die Steel-Gitarre. Ja, die klingt schon um einiges besser. Ja. Hier machen wir jetzt auch mal noch das Piano vielleicht mit. Das ist auch noch ein älteres
Exemplar, was hier genutzt wird. Also gehen wir in die Piano-Abteilung und hier nehme ich schon mal Piano. Das, ich weiß nicht, ob das schnell war, das Warm Grand Piano. So, weiter geht's wieder mit meinem Pad, also Strings. Wieder raus aus dem Ordner, rüber in den String-Ordner. Und jetzt muss ich erst nochmal schauen, was das war. Seite 5. Die Oberstrings. So, dann daneben. Ja, da hört man schon gleich den Unterschied. Legacy-Ordner ist angewählt. Wir gehen wieder zurück. Nächste Abteilung. Und auf Seite 6 finden wir wieder die Chamber-String. So, hier gehe ich nochmal mit dem Taster I auf die Panpot-Abteilung und stelle beides nochmal mittig. So, da jetzt hier keine Flöte genutzt wird, ja, man sieht ja immer an dem Signal, welches Instrument gerade spielt, da dieses Instrument jetzt gar nicht benutzt wird, brauche ich da auch gar nichts zu ändern. Jetzt gehe ich wieder runter in die Lautstärkeverhältnisse, also in den Mixer mit J und stelle hier allerdings wieder das Schlagzeug nochmal etwas zurück. Sagen wir jetzt mal hier auf 92. So, den Bass auch etwas zurückfahren. Der Bass dürfte ein Fingerbass sein, ja, genau. So, den lassen wir auch. Die Gitarre kann ruhig ein bisschen im Vordergrund sein. Das Piano spielt eigentlich auch nicht momentan, von daher brauchen wir da auch nichts zu ändern. Aber die Strings sind doch noch ein bisschen laut. So, ich mache das Ganze mal etwas lauter. Okay. So, fertig mit Main A. So kann man jetzt zu Main B gehen, das Ganze wieder einstellen. Ich gehe jetzt mal gleich auf Main D, weil ich denke, da haben wir dann den größten Unterschied, den wir hören werden. Main D anklicken und wieder im Display mit OK bestätigen, dass ich Main D bearbeiten möchte. Zurück in die Mixing-Konsole und selbes Spielchen von vorne. Ich lasse den wieder laufen im Hintergrund. Da hört man jetzt wieder die alten Einstellungen. Ja, so, ich fange wieder beim Schlagzeug an. Hier hatte ich das Akustik-Kit. Und auf 2 hatte ich das Studio-Kit. Okay. Ja. So, dann wieder Gitarre. Man hört eigentlich kaum was von der Gitarre. Ich mache die jetzt mal für den Moment noch etwas lauter. Gehe wieder hoch, zurück in meinen Pyrus 4 Gitarrenordner und wieder auf Seite 7. Und schon kommt die Gitarre durch. Lautstärke erstmal etwas zurück. Hier nochmal alles mittig für mich. Das ist auch Geschmackssache. So, und das Piano haben wir eben ausgewählt. Das ändern wir jetzt nochmal ab. Ich bestätige also wieder mit Taster 5 in dem Fall. Gehe wieder zurück aus dem General MIDI Ordner raus im Piano und nehme das Warm Grand. So, selbe Spielchen wieder mit den Strings. Zurück in T4 Strings Ordner und Seite 5 Oberstrings. Und Phrasierung ebenfalls wieder zurück in den String Ordner. Und da war es die Chamber. Flöten spielen wieder nichts. Brauchen wir also da uns jetzt auch erstmal nicht drum zu kümmern. Jetzt geht es wieder zur Lautstärkenabmixung. Und hier gehe ich jetzt natürlich ein kleines bisschen höher vom Sound, weil die Main A soll ja doch schon ein bisschen, Main B, D soll ja doch schon einen kleinen Tick kräftiger sein als Main A. Der Bass ist trotzdem etwas zurück. Gitarre nach vorne, okay. Das Piano vielleicht mal etwas noch nach vorne gedrückt und die Streicher zurückgesetzt, wobei ich hier diese Chamber Strings etwas nach vorne nehme. Und ich denke mal, ja, das Piano könnte vielleicht noch einen Tick zurück
Okay. So, schauen wir nochmal in Main A hinein. Wir sehen, da haben wir noch vergessen, den mittig zu setzen, aber der spielt ja auch, glaube ich, gar nicht. Okay, machen wir es trotzdem, dann ist alles gleich. So, wir hören auch hier auch den Unterschied, wenn ich jetzt wieder zu Main D wechsle, hier wieder drauf drücke und dann im Display bestätige. Ja, also ein ganz deutlicher Unterschied zu hören, wobei man die Strings jetzt doch etwas stark kommen. So, der Bass. So, nochmal mit Main A vergleichen. Ich drücke Main A, bestätige. Jawohl, Intro 3. Und jetzt gehe ich in Main A. Jawohl. So, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch noch Ending 3. Ich bestätige Ending 3. So, wieder dasselbe Spielchen. Akustik auf die 1. Und da lassen wir das Studio Kit, ist ja eingestellt. Die Gitarren wieder zurück in den Gitarrenordner, Seite 7. Piano. Zurück in Piano, Zeile 2, Warm Grant. Strings. Dahin. Seite 5, Oberstrings. Ach Quatsch. So, dann hier wieder zurück aus dem Legacy-Ordner. Strings und Seite 6 ist das, Chamber Strings. Mal kurz schauen und da hören, ob die Flöten diesmal mitspielen. Nein, die kommen also nur im Intro. Können wir uns also sparen. Dann setze ich hier nochmal die Pan alles in die Mitte. Das muss jeder wieder für sich selbst entscheiden. So, und hier nehme ich jetzt auch wieder die Lautstärkenverhältnisse etwas zurück, damit das nicht ganz so krass springt. Ja, hoppala. So, Piano. Den, bisschen, ja, den nehmen wir noch ein bisschen zurück und den dafür nach vorne. Die etwas höher. Okay, so, einmal noch von vorne. Hören. Intro 3. Ja. Main A als nächstes. Ja, okay. Dann Main D. Und Ending 3. Jawohl. So, hier kann man natürlich dann auch noch die Effekte und so weiter bearbeiten, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Ending 3 das Schlagzeug mit schön viel Hall versehen möchte, dann macht man das hier. Ja. Oder ja, die Gitarre zum Beispiel könnte man auch noch mit etwas CD1 Chorus nicht zu viel. Dadurch wird die noch ein bisschen stärker. Also mit den Effekten muss man sich natürlich auch beschäftigen, um zu wissen, was die machen. Ich soll jetzt nur hier als Beispiel dienen. Also man kann auch hier weiterhin die Effekte bearbeiten, um den Style halt noch mehr klingen zu lassen. Ich mach mal hier noch ein bisschen Höhen auf die Gitarre. Nehmen wir mal Main D. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so genau hören kann, aber man kommt natürlich durch das Auflegen des Equalizer hier die Höhen, natürlich die Gitarren noch spitzer raus. Also das sollte jetzt nur mal als Beispiel dienen. So, wenn wir fertig sind, dann bestätigen wir das Ganze mit Execute und mit Save speichern wir den Style ab, vergeben einen neuen Namen. Everybody. So, und da vielleicht noch dahinter, was ich mir oftmals noch dazu setze, ist das Datum. Wenn ich noch länger an so einem Style arbeiten möchte, dann mache ich mir das Datum dazu, damit ich immer weiß, welche der aktuellste ist.
in dem Fall hier mache ich jetzt mal noch nur T4 dahinter. Are you ready? So, vergleichen wir mal beide Styles. Das ist eine Ausführung. Der alte Style habe ich hier hinten liegen. Das ist der. So klingt der alte Style. So, und der neue oder angepasste Style. Ja, mit Ending. Beziehungsweise lassen wir nochmal das Intro mitlaufen, dass wir die schönen Flöten nochmal hören. Jawohl. Nochmal das Intro von dem alten Style. Das ist der alte Style. Jetzt der neue nochmal. Ja, klingt ja schon besser. So, ein bisschen Feintuning ist natürlich wie immer angesagt. Jeder muss es für seinen Geschmack anpassen mit den Lautstärkenverhältnissen, mit den Instrumenten. Es muss auf seine Anlage passen, die man spielt. Und da muss man doch schon ein bisschen Zeit investieren. Aber es wäre einfach zu schade, die alten Styles nicht mehr zu benutzen. So, dann wollen wir uns nächstes Mal vielleicht noch kurz damit beschäftigen, wie man da noch die schöne OTS, die ja im PSR 9000 gesondert geladen werden mussten, wie wir die dann uns noch hier dazu programmieren zu unserem neu abgemixten Style. Das ist relativ einfach und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ansonsten bis dann. Tschüss.